Du machst keinen Schlüssel und du hast keine Lust, 200 Euro für dein Smart Lock auszugeben, aber willst trotzdem deine Tür smart öffnen? Dafür gibt es auch eine andere Möglichkeit. Geht dann so. Alles, was du dafür brauchst, ist erstmal ein ganz normaler Summer. Der muss in deiner Tür verbaut sein mit eben Strom. In dem Fall ist er jetzt zu. Und du musst wissen, wo die Kabel laufen, ganz wichtig. In dem Fall läuft das Kabel hier oben in der Tür lang und dann geht es eben hier hinten in den Keller. Im Keller sehen wir schon, hier kommt Kabel raus, hier oben sind die Netzwerkkabel und hier ist dann quasi der Ort, wo die Magie passiert. Du brauchst einen Shelly 1, dieser Shelly 1 steuert quasi den Summer. Das hier ist ein Trafo, der die Spannung umwandelt, damit der Summer nicht kaputt geht, weil wir können da keine 230 Volt draufschalten. Dieses Relais empfängt von den Klingelstationen in den Wohnungen das Signal. Wenn jemand also auf den Summer drückt, dann kriegt dieses Relais ein Signal. Das Relais gibt dann das Signal an den Shelly 1 weiter. Der Shelly 1 schaltet dann also den Summer mit dem Trafo und dann geht die Tür auf. Alle Links zum Nachmachen findest du in der Videobeschreibung.